Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Ich lese den Predigttext aus Jona 3, die Verse 1 bis 10. Das Wort des Herrn kam zum zweiten Mal zu Jona. Auf, geh nach Ninive in die große Stadt und rede ihr ins Gewissen. Ich werde dir sagen, was du ihr verkünden sollst. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive. Diesmal folgte er dem Wort des Herrn. Ninive war aber eine ungeheuer große Stadt. Man brauchte 3 Tage, um sie zu durchwandern. Jona wanderte einen Tag in die Stadt hinein und rief: Noch 40 Tage, dann wird Ninive zerstört. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott. Sie riefen ein Fasten aus und zogen Trauerkleider an, alle, ohne Ausnahme. Die Sache kam auch vor den König von Ninive. Der stieg vom Thron und warf seinen Königsmantel ab. Er ließ sich ein Trauerkleid bringen und zog es an. Dann setzte er sich in den Staub. Überall in Ninive ließ er ausrufen: Das ist ein Befehl des Königs und seiner Minister. Weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe sollen etwas essen oder auf die Weide gehen. Nicht einmal Wasser sollen sie trinken. Trauerkleider sollen sie anziehen, Mensch und Vieh. Und sie sollen mit aller Kraft zu Gott rufen. Jeder soll von seinem bösen Weg umkehren und seine Hände von Gewalttaten lassen. Wer weiß, vielleicht ändert Gott seinen Beschluss. Vielleicht tut ihm seine Drohung noch leid und er lässt ab von seinem glühenden Zorn. Dann müssen wir nicht untergehen. Und Gott sah, was die Leute taten. Sie kehrten um von ihrem bösen Weg. Da tat es Gott leid, dass er sie vernichten wollte. Er beschloss, seine Drohung nicht wahrzumachen. Herr, öffne du unsere Ohren und unsere Herzen, dass wir dein Reden hören, verstehen und leben. Amen. Liebe Geschwister in der Paulusgemeinde, Jona bekommt von Gott eine zweite Chance. Jona bekommt von Gott eine zweite Chance. Beim ersten Mal, als Gott zu ihm gesagt hatte, dass er nach Ninive gehen soll, um den Bewohnern eine Nachricht zu überbringen, ist Jona genau in die entgegengesetzte Richtung gelaufen. Ich habe von unserem Sohn gehört, dass Jona bei den Jesus-Followern letztens noch Thema war. Und da die ja heute teilweise hier sind, muss ich aufpassen, was ich sage. Und deswegen sage ich besser gefahren als gelaufen. Mit einem Schiff aufs Mittelmeer und direkt in einen Sturm ist Jona gefahren. Das Ergebnis waren 3 vermutlich recht ungemütliche Tage im Bauch eines gewaltigen Fisches. Aber Gott schenkt Jona eine zweite Chance. Und der Fisch spuckt ihn am Strand wieder aus. Manchmal muss man sich Bibelgeschichten ja mal vor Augen führen. Ich stelle mir vor, Jona sitzt noch mit zugekniffenen Augen nach 3 Tagen von Dunkelheit wegen der grellen Sonne und voller Fischmagensäure an irgendeinem Strand Israels und muss erstmal mit sich und der Welt klarkommen. Bis gerade war er davon ausgegangen, dass sein Leben recht unrühmlich im Mittelmeer enden würde. Da versteht er plötzlich, dass sein Auftrag immer noch gilt. Vom Regen in die Traufe, könnte man sagen. Bestimmt hatte er Gott in den dunklen Stunden im Fisch versprochen, dass, wenn er ihn rettet, er auf jeden Fall seinen Auftrag wahrnehmen würde. So verstehe ich jedenfalls den Satz aus Jonas Gebet im Fisch, das direkt vor unserem Text überliefert ist. Da heißt es: Auch meine Gelübde, das heißt so viel wie meine Versprechen, werde ich erfüllen. Tja, und jetzt sitzt Jona da und lebt. Jona wird mit Herzklopfen klar: Gott ruft mich wieder und immer noch nach Ninive. Und diesmal gehorcht Jona. Er hat offenbar verstanden, dass Gott es ernst meint.
und wahrscheinlich wollte er nicht noch einmal als Fischfutter enden. Aber mir ist daran deutlich geworden, nicht alles, was Gott uns sagt, gefällt uns. Nicht alles, was Gott uns sagt, gefällt uns. Jona hat keine Lust, den Feinden Israels eine Botschaft zu überbringen. Vielleicht hat ihn auch die weite Reise gestört. Ninive ist nicht gerade um die Ecke. Und er ahnte vielleicht auch, so heißt es zumindest im Jona-Buch, dass ihm Gottes Handeln nicht gefallen könnte. Jona hat einen Auftrag, der ihn in mehrfacher Hinsicht ärgert. Und so glaube ich auch nicht, dass Jona beim zweiten Mal voller Begeisterung nach Ninive aufgebrochen ist. Gehorsam ist nicht immer pure Freude. Gehorsam ist nicht immer pure Freude. Gibt es etwas, wo Gott deinen Gehorsam fordert? Ich habe vor anderthalb Wochen meine Smartwatch abgelegt und bin nun in dieser Hinsicht wieder analog und sogar mechanisch unterwegs. Wie komme ich da jetzt drauf? Im Zeitraum von gut einer Woche haben mich 3 Personen unabhängig voneinander gefragt, wie es mir denn mit meiner Smartwatch geht. Verrückt, oder? Und jedes Mal habe ich gesagt, dass es in manchen Situationen ganz nett ist. Und das stimmt auch, man kann damit problemlos bezahlen und so weiter. Aber dass ich sie nicht zwingend bräuchte. Heimlich gedacht habe ich dann noch, habe ich aber nicht gesagt, muss ich gestehen. Manchmal ist es auch nervig und ablenkend. An dem Tag, an dem mich dann die 3. Person angesprochen hat, war ich dann noch abends alleine spazieren. Und ich merkte plötzlich, hey Christian, merkst du es eigentlich, da spricht Gott gerade zu dir. Die Uhr macht mehr kaputt, als sie eigentlich dient. Sie kontrolliert mich. Habe ich also gedacht, gut, dann noch bis zum Ende dieser Woche. Aber irgendwie hatte ich dann das Gefühl, Gott sagt zu mir, Christian, sei kein Sklave dieser Uhr, leg sie noch heute Abend ab. Ich bin dann nach Hause gegangen, habe die Uhr abgemacht und seitdem liegt sie an einem Ort und ist nicht mehr aufgehoben worden. Ich habe gemerkt, hier ist jetzt mein Gehorsam gefragt. Das heißt nicht, dass ihr jetzt alle heute eure Smartwatches ablegen sollt. Nicht, dass wir nachher in der Kollekte lauter Uhren haben. Ich sage ganz bewusst, das war mein Gehorsamsschritt. Mein Umdenken. Meine Umkehr. Wer weiß, vielleicht ist es wie in Ninive auch dran, dass wir kollektiv als Paulusgemeinde unsere Smartwatches ablegen. Ich weiß es nicht, aber das müsst ihr prüfen. Wenn das bei dir auch dran ist, weil dich deine Smartwatch in die Unfreiheit führt, okay. Aber vielleicht ist das ja auch gar nicht deine Baustelle. Mir ging es nur darum zu zeigen, dass Gott redet und manchmal auch Dinge sagt, die wir aufs erste Hören vielleicht nicht so doll finden. Jona hat 2-mal gebraucht, es zu verstehen. Ich mindestens 3-mal, vielleicht hat es mir auch noch eine 4. Person gesagt. Ich weiß es nicht, jedenfalls Gott bleibt dran. Und so zieht Jona nach Ninive und kündigt der Stadt die Zerstörung in 40 Tagen an. Ich habe mich gefragt, handelt so Gott mit Drohungen und Druck? Ich habe nochmal nachgeguckt. Gott sagt zu Jona eigentlich nur, gib denen eine Mitteilung. Gott redet nichts von Drohung, auch wenn das bei uns so übersetzt wurde, wie ich es gerade vorgelesen habe. Gott redet von Mitteilung, aber dann sagt er ja noch, sag das, was ich dir eingebe zu sagen. Und Jona bekommt halt eingegeben zu sagen, eure Stadt wird zerstört. Das ist nun mal eine Drohung. Und ich weiß, dass ich das als Vater vermutlich zu häufig mache. Also so Sätze, wenn das Zimmer nicht aufgeräumt ist, ne Lena, weißt du, dann gibt es morgen keine Süßigkeiten. Kennst du, ne, den Satz? Ich frage mich, gäbe es da nicht andere Lösungen? Bestimmt, bestimmt. Darf es gar keinen Druck und Konsequenzen geben? Ich weiß es nicht. Das Schräge in unserer Geschichte ist ja, im Gegensatz zu dem, was ich meistens sage, es klappt. Und zwar hervorragend. Ja, die Warnung ruft ja nicht nur eine oberflächliche Veränderung bei den Einwohnern von Ninive hervor, sondern sogar Einsicht und eine Herzensveränderung.
Ganz Ninive kehrt um von seinen schlechten Wegen, heißt es da einfach. Es ist wirklich skurril, also Jona ist wirklich skurril, wenn man sich das überlegt. Jona ist einer der ganz wenigen Propheten, die mit ihrer Botschaft Gehör finden. Und dabei ist er vielleicht der einzige der Propheten, der eigentlich gar nicht will, dass seine Botschaft Gehör findet, beziehungsweise zu einem Umdenken führt. Dieses Buch ist so, wenn man sich das Buch anguckt und es liest, es ist eigentlich nur komisch alles. Er hat den Untergang offensichtlich mit so viel Enthusiasmus gepredigt, dass den Menschen in Ninive wirklich Angst und Bange wurde. Jona hatte da, glaube ich, richtig Lust drauf. Vom König bis zur Kuh macht Ninive eine 180-Grad-Wende. Jona ist ein Prophet mit vollem Erfolg und ist hinterher trotzdem unglücklich, weil Gott durch ihn die Feinde gewarnt hat. Denn Gott gibt genau wie Jona auch den Menschen in Ninive eine zweite Chance. Ich weiß gar nicht, ob Jona das überhaupt checkt, dass er in genau der gleichen Situation war. Den Heiden und den Feinden gibt Gott eine zweite Chance. Und interessant ist hierbei die Zahl 40. Sie steht für eine Zeit der Bewährung und der Prüfung. Schon immer in der Bibel. 40 Tage, 40 Jahre, das ist immer Bewährung und Prüfung. Und was Jona vielleicht, so denke ich, Jona denkt, das ist ein Countdown. Was Jona als Countdown verstanden haben will, war bei Gott eine offene Tür. Jona setzt sich ja dementsprechend, der geht ja nicht wieder nach Hause, sondern der setzt sich vor die Stadt und wartet, dass Gott Feuer vom Himmel fallen lässt oder ähnliches, keine Ahnung. Bei Gott war diese Zeit eine offene Tür offensichtlich. Und mir wurde darüber total deutlich, Gott ist keine Maschine, sondern eine Person. Gott ist im Gespräch mit Jona im Bauch des Fisches. Gott ist in Kontakt mit den Menschen in Ninive. Er nimmt wahr, was Jona bewegt und er nimmt auch wahr, was die Menschen in Ninive bewegt. Und er lässt sich selber bewegen. Es gibt ein Konzept von Gott, das ist so der unbewegte Beweger. Also Gott, der alles bewegt, aber selber nicht bewegt werden kann. Ich weiß nicht, ob das so am Ende, also das biblische Zeugnis sagt was anderes, glaube ich. Gott lässt sich bewegen. Das Umdenken und Handeln der Menschen in Ninive geht nicht spurlos an Gott vorbei. Gott macht nämlich seine Ankündigung durch Jona nicht wahr, weil ihm die Menschen in Ninive leid tun. Gott denkt und kehrt um. Klingt irgendwie komisch, ist aber doch so. Und ich weiß nicht, ob du gerade näher bei Jona bist oder eher bei den Menschen in Ninive. Je nachdem, was mir gerade begegnet, bin ich mal da, mal da. Manchmal ärgere ich mich wie Jona und frage mich, warum bereitet Gott nicht einfach allem Bösen ein Ende? Feuer vom Himmel, Ende der Erde, wäre besser so. Und dann bin ich wieder bei den Menschen in Ninive und denke, es ist einfach nur traurig, dass es so viele Menschen gibt, die Gott nicht persönlich kennen und seine Gnade und Güte erfahren haben. Hab Geduld und Gnade mit ihnen, mein Gott. Weil, wie großartig ist es, wenn Menschen auf Gott hören, ihm glauben und zu ihm umkehren. Mich hat die Umkehr Ninives wirklich berührt. Ich habe mir das mal vorgestellt, so eine riesige Stadt und da verändert sich plötzlich alles, eine ganze Stadt. Und dann habe ich mich gefragt, ist so eine kollektive Umkehr überhaupt möglich? Ich meine, es gibt ja Menschen, die gerne von Erweckung reden und das finde ich auch gut und daran glauben. Und trotzdem habe ich manchmal so einen gewissen Restzweifel immer, wenn ich darüber nachdenke und davon spreche. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber hier ist es tatsächlich so, das muss man Erweckung nennen, was hier in Ninive passiert. Plötzlich ist da eine kollektive Umkehr. Alle Menschen und sogar die Tiere. Ein Faktor scheint mir, das ganze Volk ist tatsächlich von Jona angesprochen. Also es trifft irgendwie wohl den Nerv dieser Menschen in dieser Stadt. Aber es ist nicht nur das Volk angesprochen. Es kommt auch vor den König und auch der König und seine Führungsebene sind irgendwie davon betroffen. Und plötzlich gibt es Vorbilder und Menschen, die das auch vorleben.
Der König legt seinen Königsmantel ab. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Geht von seinem Thron, sagt, ich bin nicht der König, sondern es gibt andere, die sind, Gott ist mächtiger als ich. Verrückt. Es erscheint mir in dieser Hinsicht so wichtig, dass wir für die Herzen der Menschen natürlich beten, die so wie du und ich in diesem Volk leben, aber gleichzeitig für die Menschen mit Leitungsverantwortung beten. Wenn da einer als Vorbild vorangeht, dann passiert ganz viel. Und dann bleibt dieser Prozess nicht nur auf einer persönlichen Ebene, sondern es gibt auch strukturelle Veränderungen. Der König ordnet ja auch Dinge an. Kann man sich auch fragen, ist das sinnvoll, Umkehr anzuordnen? Aber er macht's und die Leute machen mit. Ich habe mich gefragt, wie wäre das, wenn sowas in Bielefeld passieren würde? Auf der einen Seite dachte ich, wow, auf der anderen Seite dachte ich, boah, ich kann es mir auch gar nicht so richtig vorstellen. Aber irgendwie spüre ich eine Sehnsucht danach. Und ich glaube, das ruft dieser Text wach. Übrigens, Ninive waren alles Heiden, also weit weg von Israel und so. Also, dass man damit argumentieren könnte, dass die schon irgendwie von Gott eine Ahnung hatten oder so. Null. Abschließend. Wie können wir eine Kultur des Umkehrens und der Umkehr fördern? Ich meine, das ist ja das eine, dass sowas in Großen passiert. Aber das andere ist ja, wie kann ich in meinem kleinen Bereich sowas vielleicht leben? Und deswegen möchte ich zum Schluss 5 Wege der Umkehr aus diesem Text vorstellen. Ich weiß nicht, ob es alle Wege der Umkehr sind, vermutlich nicht. Das ist sicherlich nicht abgeschlossen. Aber ich dachte, das sind so Wege, die man vielleicht ausprobieren könnte. Erstens ist mir aufgefallen, in Ninive sollen alle fasten. Sogar auf Wasser soll verzichtet werden. Fasten ist ja bei uns in unserer Kultur eher sowas, wenn man abnehmen möchte, sage ich mal. Aber hier, das ist kein Fasten, um abzunehmen, sondern höchstens um das Ego, um mit dem Ego abzunehmen. So. Fasten ist Ausdruck davon, dass man es wirklich ernst meint. Fasten ist Gebet mit dem Körper und nicht nur mit meiner Seele. Es macht ernst damit, dass Gott das Wichtigste ist, was wir zum Leben brauchen. Es gibt unterschiedliche Formen des Fastens. Nicht alle machen das gleich. Und es ist mir dabei auch wichtig, es ist keine religiöse Leistung am Ende, sondern ein Ausdruck der Sehnsucht nach Gott. Und wer das, also ich finde, das ist ganz wichtig. Also wenn, da habe ich am Ende nichts bei, also dann bin ich nicht der Held, wenn ich eine Woche lang gefastet habe oder so. Sondern es, wenn ich das als Sehnsucht habe, Gott zu begegnen, dann kann das ein Weg sein, das zu tun. Fasten. Das zweite ist Kleidung. Bei Trauer tragen manche Menschen bestimmte Kleidung. Das lässt nach, auch in unserer Gesellschaft. Früher hat man schwarz getragen, wenn jemand gestorben ist, aus der Familie oder so. Es soll ohne Worte im Außen sichtbar sein, was im Innen vorgeht. Manchmal hilft uns, Kleidung etwas auszudrücken. Ich habe mich gefragt, wie soll das bei Tieren gehen? Also wie sollen Tiere Trauerkleidung anziehen? Die können ja ihr Fell nicht abziehen oder so. Wobei, die sind wahrscheinlich auch alle gestorben dann. Aber ich weiß nicht. Manchmal hilft es uns, mit Kleidung etwas auszudrücken, was wir in unserem Inneren zur Sprache bringen möchten. Was wir vielleicht gar nicht richtig in Worte fassen können. Manche Menschen sagen ja, sie haben so eine Art Gute-Laune-T-Shirt oder so. Wenn sie das anziehen, geht es ihnen gleich besser. Und ich habe mich gefragt, was könnte eine Kleidung der Umkehr sein, wenn ich das transportieren möchte? Der König legt seinen Königsmantel ab. Was könnte da für uns dazu gehören? Und was vielleicht an Kleidung vielleicht auch gerade nicht? Das ist nicht fertig, sondern einfach sind Gedanken, die ich mir gemacht habe. Drittens, Rituale. Der König von Ninive setzt sich in den Staub. Ebenfalls ein Zeichen der Trauer. Versteht mich nicht falsch, ihr sollt euch nicht alle in ein staubiges Loch setzen. Also ihr dürft euch gleich beim Essen draußen gerne auch auf die Bänke setzen. Es geht hier an dieser Stelle um die Symbolik. Der König bleibt nicht in seinem Palast, sondern tauscht seinen Luxus gegen die Erde aus der er kommt.
da stellt sich für mich die Frage, was hilft mir einfach nur da zu sein und mich zu spüren, quasi an dem Ort zu sein, ohne irgendeine Rolle oder ohne das, was ich sozusagen vielleicht im Außen sonst darstelle. Der König gibt seine Rolle ab, er ist einfach nur Mensch und setzt sich da in den Staub. Ein Mensch vor Gott. Viertens, Gebet. Der König ruft zum Gebet. Die ganze Stadt, alle sollen zu Gott flehen. Und ich denke, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Wir sollen, dürfen beten. So einfach und doch so schwer. Und das Fünfte ist eine Verhaltensänderung. Böse Wege zu verlassen. Keine Gewalttaten, heißt es im Text. Ich finde es interessant, dass dieser Hinweis erst ganz zum Schluss kommt. Also, ich wäre das Erste gewesen, was ich gesagt hätte, das sollen sie mal bleiben lassen. Aber das ist eher, das kommt ganz zum Schluss. Vielleicht ist es ja so, dass es einfacher ist, diese Dinge zu lassen, die wirklich auf den ersten Blick offensichtlich böse sind, wenn man schon einen der vorherigen vier Wege geht und Umkehr lebt. Ich habe für mich festgehalten, wo Menschen anfangen, umzudenken und umzukehren, passieren große Dinge. Es gibt nämlich zweite Chancen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.